So, hallo zusammen. Heute ein etwas anderes Stimmchen. Ja, hier ist Sommer und ich habe den Steffen dabei, der hat schon zwischengelabert. Ja, kann er gut. kann er gut. Den kennt er von uns als Show and Tell und Jori und Texas Spieler, seines Zeichens. Ja. Und WW-Peil. Wenn auch lang nicht mehr. Wenn auch lang nicht mehr. Ja, sehen tun wir mich als UR-Delver-Spieler und Marcel mit 4-Color Boot Control, also Hamster-Action. Da haben wir schon mal genau 5 bei Delver. Hat sich richtig gelohnt. Aber klassischer Start. Klassischer Delver-Start, erstmal pondern. Und hoffen, dass da was kommt. Praise the Lord. Ja. Ja, UR-Delver von mir jetzt eine ganz klassische Liste tatsächlich. Die einzige Unterschied, ich habe nur 3 Volcanics drin, dafür 2 Steamans. Und weil irgendwie 30 Euro fand ich geiler als 600. Ich bin schockiert. Du als Budget-Spieler. Ja. Kenn ich so gar nicht. Ich spiele auch Whiteboarded. Ist ja auch gut. Budget. Okay. 4-Color Boot Control. Also im Endeffekt einfach nur ein UBG-Haufen oder UBG-Haufen, ja. Sprich Uro-Haufen mit Bu. Und dadurch rot. Jo, dadurch rot. Was hältst du vom Matchup? Boah, ja, Matchup generell. Delver kann halt delvern. Beziehungsweise auch so wie er es gerade tut oder probiert. Probiert. Das geht halt auch mit dem. Ja, jetzt wird zum Beispiel versucht, den Delver erstmal schön zu exilen, was auch irgendwie Sinn ergibt. Ja. Delver kann halt Delver beziehungsweise mit dem Dragon Rage Channeler auch schnell overhead kommen. Control, wenn der natürlich genug Antworten findet, gehen die halt irgendwann das Pulver aus. Ja, dann guckst du halt in die Röhre, klar. Das ist ja nun mal sein Ziel irgendwo. Irgendwo ist dort dem sein Ziel, so. Und dazu muss man sagen, dieser 4-Mana Planeswalker, der ein 1-1 Hamster scheißt, ist halt echt Pain in the Ass. Ist mein neuer Todfeind. Ich bezeichne den immer ganz gerne als kleinen hier. Wie ist der dämliche Elfenkönig-Dude? Du meinst Deathrite Chain? Nee, der Elchmann. Der Elchmann? Ach, neuer Oko. Ja, für mich so der kleine neue Oko. Ich hasse den einfach. Auch wenn er bei weitem nicht so schlimm ist. Ja, das stimmt. So, haben wir Wasteland erstmal die Weißquelle weg. Und ein Brainstorm und nicht gefetcht. Was haben wir da überhaupt noch auf den Händen? Ich kann es auch nicht genau erkennen. Da kommt auf jeden Fall jetzt wieder ein Fetch. Da hatten wir ein Fetch. Nur ein einfacher Fetch. Ja, ist die Frage, wo der halt kommt. Ja, wenn dann Brainstorm. Ich weiß nicht, ob wir schon im anderen Zug sind oder abgegeben. Was hast du daneben der Volcanic liegen, Schatz? Das ist ein Flooded Strand. Ah, okay. Ja, also haben wir Days, Ponder, ja, schöne, das witzige Rätselraten, ob der Patchländer bei mir. Ja. Du bist nicht der Erste, der mich annimmt, der mich in letzter Zeit fragt, was ist denn der? Ponder zeigt Force. Land und. Das sieht aus wie ein Brainstorm. Ja, ne? Dieser Samurai-Brainstorm. Ja, generell würde ich halt sagen, also vom Matchup her, Delver, wenn es schnell geht, safe ein Vorteil, wenn es lang geht, fast schon keine Chance. Vom Gefühl her. Du hast zwar die Merktides, aber wenn sich hier 4-Color Boot Control ein bisschen was offen hält an Removal, kommst du da, glaube ich, nicht hin. Dazu kommt noch der Hamster. Der Hamster ist halt macht halt schnell Ende. Der macht ja. Halt. 5? Nee, der kriegt 3 plus 1. Er hat halt 4, 7 und dann nochmal 10. Wenn er mal bis 10 kommt, meistens wird er vorher ja dann mal gefressen für Card Draw. Er hat halt mit dem Bu 2 Engel. Jetzt, ob er über Uro geht oder ob er es dann über Bu probiert, das ist einfach nur ätzend. Ja, da kommt ein 5-5 Merktide. Er spricht übrigens nur der Knight aus mir. Ich finde, es ein schönes Deck. Ich finde es ein schönes Kontrolle Deck. Nicht. Oh. Das ist ein Brainstorm. Ja, Control macht halt Control-Dinge, ne? Rumkämpfen und dann so. Hoffen, hey, ich will jetzt gerne mein Schwert. Ich brauche Antworten. Dass ja. Der Merktide halt keinen Force gesehen hat, wundert mich gerade, aber. Aber okay, man hat das Swords auf der Hand. Ja. Ja. Dann kein Wunder. Ja. Aber jetzt ist die Frage. Ja, Land hat man auch. Das heißt, man geht jetzt hier einfach auf wahrscheinlich Plains.
wenn er eine Basic Plan spielt. Ja. Da hatten wir uns noch drüber unterhalten, weil er hatte nämlich im ursprünglichen Bild war keine drin und er hat sie geedit, weil er gesagt hat, Wasteland. Ja, ich bin ja auch ein großer Freund von Basics. Ich verstehe aber auch die Logik, einfach den Gegner mit so viel Duels zuzuscheißen, dass er dich nicht mehr juckt. Ja, der Vorteil hierbei ist halt, mit der Landbasis bekommt er selbst unter den Blood Moon weg mit Ending. Ja, das stimmt. Und jetzt kommt Trick 17. Ja. Man hat einen Daze auf der Hand. Mhm. Und auf den Fetch. Und der Days. Sehr schöner Trick. Ja. Dann aber der Force. Ja, ja, aber so hast du halt zwei Handkarten getradet ja, gegen. Ja, klar. War immer noch ein super Trade. Ja, und halt ein Leben, ne? Da geht man dann auf 23. Gerade eine Explosive Iteration wegwerfen tut immer weh, glaube ich. Ja, ist die Frage, ob die aktuell brauchst. Du bist so weit overhead mit den Handkarten auch. So, und dann ist halt die Frage, das ist ein grünes. Der Delver-Spieler hat nur zwei Handkarten. Boah. Wenn ich der Delver-Spieler wäre, würde ich jetzt schon denken, oh Gott, bitte kein Uro. Ja, das ist dann halt auch so, ne? Uro, du Uro. Von da ist aber schon mal nicht schlecht. Das ist immer ein Diassi, dann Steamvents war dabei. Land hast du noch auf der Hand. Das ist halt die Frage, weil die andere Handkarte jetzt war... Auf jeden Fall ein Land. Man hat ja mit Daystart Volcanic auf die Hand zurückgenommen. Mhm. So. Shuffles aber. Shuffle, ja. Was sucht man hier? Ich fand den DRC gar nicht schlecht, aber okay. Ja, aber der DRC ist auch nur ein 1-1er aktuell. Und du brauchst ja dann noch, weil der Merkt halt ist halt im Exile gelandet. Du brauchst halt noch mehr. Ach, da ist noch ein Land. Ugh. Ja, okay. Ja, gut. Das kann ich verstehen. Da war noch ein Land bei. Sehr eklig, ja. Und dann eventuell nur den DRC als guten Draw zu haben und sonst noch Schrott. Jetzt sind wir bei Bu. Uff. Da ist ein Ending auf der Hand und den Rest. Kann ich nicht erkennen. Konnte ich gerade auch nicht. Da ist ein Merktide gekommen. So, jetzt hat man noch die Steamvents auf der Hand und ein Bolt. Ja. Steamvents tapped und go. Ja, Endurance ist dann jetzt gerade natürlich richtig passend. Man hat den Merkt halt gerade gezogen und natürlich keine Chance gehabt, den zu spielen. Und der Bolt wird dann auch nicht los. 3-4. Das nicht schön. Ich glaube, er hat noch ein Schwert gerade nachgezogen. Ja. Ja, also die weißrandigen Karten müssten eigentlich schwer da sein. Und da kommt noch Minsk. Ach du großer Gott. Da ist er. Dann auf, auf den Trigger erstmal bolten und dann kommt der Hamster. Ja, aber dann ist er zumindest nur 1-1. Ja, ja. Ist aber auch jede Runde 4 Schaden, ne? Ja. Die da jetzt angeflattert kommen. Also er ist halt auch nicht ohne. Das ist richtig. Und theoretisch kannst du den Hamster ja zumindest noch bolten. Der Hamster, der kann nur in der Menge gehen. Oh, noch schön Land nachgezogen. Lecker. Eine hübsche Insel. Ja, das ist so. Diese, immer wenn ich das Bild mit der einen Insel spiele, denke ich mir immer so, ja, das hässliche Entlein darf mit rein. Könnte aber theoretisch, in der Theorie müsste das eigentlich ein Whiteboardart werden. So, was haben wir da? Life from the Loam. Life from the Loam, ja. Gewinne, gewinne, gewinne. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. So, jetzt am besten noch irgendwie Brainstorm oder so hinterher, da du den ganzen Scheiß auch noch wegmischen kannst. Und ja, das wäre natürlich richtig fies. Aber nee, man spielt nur Fetch und... Ja, das ist auch nur noch Ending und, Swords. Reicht aber ja. Ja, was jetzt ist die Frage, was zieht Ponda? Brainstorm. Days, Brainstorm und ein Land. Ich glaube, es war kein Fetchland. Das wäre für mich ein Shuffle. Das ist jetzt die Frage. Und okay. Nimmt die. War das ein Fetchland? Mit einem Fetchland würde das schon gar schon fast Sinn machen. Es war ein Fetchland. Ja. Zwei Days gezogen. Ja, ich glaube. Look. Ja, das sind zwei Days. Das will man jetzt natürlich halt den Bots Date und den Malerfeld haben. Hörst halt, der Gegner hat halt jetzt die schöne Glocke und du ziehst nur Schrott. Das ist aber auch interessant, dass da der Days behalten wurde. Ich glaube, ich hätte direkt lieber Fetch gegangen. Dann hätte die beiden Days wieder weg.
Ja, okay, auf der anderen Seite kann sich halt beide hardcasten. Dann ist es ein, ja, das ist klar, aber ich meine, Boo Control hat so viel Mana, was willst du damit noch aufhalten? Ja. Ah, dann zieht er natürlich noch ein. Okay. Ja, vor allen Dingen, jetzt ist es halt gefährlich. Jetzt wird der Hamster direkt dick. Und, Das war der Trotz Days, hier, sieh mal. Das war der Days, um den Markt heute endlich rauskriegen zu können. Ah, gutes Argument. Merkt man, dass ich kein Ur-Diver-Spieler bin. Naja, das ist halt die Scheiße. Entschuldigung. Ja, okay, da kann man, das kann man knicken. Man geht jetzt auf 7, nächste Runde ist der Hamster allein schon 7. Ja. Und du kannst mit dem, und der hat ja auch noch Trampel. Ja. So, dazu kommt halt der Merkt halt, ich glaube, irgendwie nur 5 oder 6. Boarding. So. Ja, Boarding. Bei Boo Control könnte ich mir jetzt Blasts vorstellen. Definitiv. Ja. Bei beiden Decks. Also Blasts sind mittlerweile ja eh gesetzt. Boo Control, Endurance sind schon Main, vielleicht noch eins im Sideboard noch und dann rein. Ur-Delva hat Blasts. Theoretisch Surgical, wenn man die reinnehmen will. Eine Kreatur oben aufs Deck legen. Nicht Wipe Away. Submerge. Ah. Submerge. Thinking. Und natürlich Mending Hex. Den habe ich ja noch gar nicht in Aktion gesehen. Fände ich auch ganz spannend. Ich habe den gegen Mischung gesehen. Das ist die Beulenpest. Sonst hier aber ein schöner Start für Ur-Delva. DRC, Brainstorm hinterher jetzt im zweiten Turn. Was war da noch auf der Hand? Savelle-Trigger. Schmeißt einen Murky weg. Jo, kann man auch mal machen. Du hast einen Blast, eine Iteration und einen Bolt. Aber da ist nur Gas auf der Hand. Da ist kein einziges Land. Da ist noch ein Ponder, okay. Dann safe. Aber... Ach, schon mal die Hosen schon runtergelassen, ne? Das ist ja der zweite Turn, wo der DRC liegt. Gegner weißt du, du duell nur auf einem Mana bist. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ah, da kommt Brainstorm. Der findet natürlich direkt mal ein Ending. Ja, sicher, was auch sonst. Ich spiele sonst im Moment nur Mono-Weiß. Ich kann mir gar nichts suchen. Ich muss immer auf mein Top-Deck hoffen. Deswegen, außer ich habe einen Recruiter. Deswegen spiele ich für Brands. Sagt dann Terminus. Ich habe mich auch gerade gefragt. What the fuck? Wild. Das ist wirklich wild. Aber okay, mit dem Minsk und Bu und mit dem Uro. Du hast ja eigentlich, und dann kannst du auch noch einen Endurance noch mal reinschaffeln im Zweifelsfall. Ja, man kann damit arbeiten. Das ist alles nicht so schlecht. Guck mal, der Budget-Spieler, der hat sogar weißrandige Red Elemental Blast. Ja. Die Guten aus Beta. Wie bezahlst du für Beta Pyroplast? Ich glaube mittlerweile ein Huni. Ja, bestimmt. Also Red Elemental. Die sind mittlerweile echt bockteuer. Carpet. Wird ja immer besser, ey. Ja, stimmt, Carpet kann man auch boarden. Kann man gut reinboarden, das stimmt wohl. Gute Karte, habe ich gehört. Ja, okay, gibt halt aktuell nur einen Mana, aber ein Mana gibt dann halt auch Days Protected Dings. Submerge auf den eigenen DRC. Gibt auf jeden Fall einen Trigger. Ja, erstmal so Welt-Trigger. Erstmal so Welt-Trigger. Aber eigentlich kannst du dir nicht erlauben, die Karte oben drauf zu lassen. Wenn du weißt, dass da oben kein Land kommt. Ja, hätte ich auch gesagt. Da kommt ein Bolt in Schrott. Ja, ne? DRC go. Ja, stimmt, da ist noch ein Delver. Und wenn man, wenn man natürlich weiß, dass ein Instant oben drauf legt, ist der Delva interessanter. Auf der anderen Seite, der DRC findet halt im Zweifelsfall, selbst wenn du Ponder hast und der wird gecountert, immer noch mit der immer noch die Karte oben drauf und ziehst. Du brauchst auf jeden Fall Mana. Mana ist auf jeden Fall ein Ding. Ja, jetzt kommt natürlich Uro. Erstmal schön auf 21. Schön. Card Draw, Land Drop. Das sind Dinge, die man sehen will. Eine balanced Karte. Ja, vor allen Dingen fliegt natürlich auch noch dort Land. Ja, natürlich.
Ich hab nie dran gezweifelt. Ja, wenigstens hat man einen Blast auf der Hand. Das heißt, wenn der wieder gecastet wird, kann man den wenigstens wegkriegen. So, was hat man jetzt da? Ponder, Trigger. Lass mal gucken. Und Wasteland wäre jetzt sogar egal, wenn man noch, wenn der Gegner noch ein Land findet. Lass mal. Okay, man hat so draufgelassen und Ponder. Ponder war dabei, ein Bolt war dabei, und die dritte Karte habe ich jetzt auch nicht gesehen. War ein da Wasteland, okay. Wasteland, ja. Jetzt ist die Frage, was nimmt man? Blau-Weiß protectet die Kreatur, Rot-Grün schneidet den Gegner eher noch von Minsk und Buu ab. Und macht Ursa auch nicht leichter zu casten, aber macht keinen Unterschied. Das macht wenig Unterschied. Der Bowling mit dem Carpet ist dort halt eigentlich kaputt. Ich bin kein Delver-Spieler, ich hätte wahrscheinlich Tiger genommen, einfach weil ich vor Buu relativ viel Panik hätte. Ja. Ich glaube, da ist jetzt auch der Weg, weil nächste Runde hat man keine Antwort für den Buu direkt, wenn der kommt. Und den Uru kriegst du wenigstens noch gepyroblastet. Ja. Da hast sogar noch einen Blue Elemental Blast auf der Hand. Ach du schon, ne? Und der ist auch weißrandig. Das ist so irgendwie nicht schön. Ponder. Ja. Cantripping over Cantripping wird hier betrieben. Das war ein Mystic Sanctuary. Ja. Die anderen beiden habe ich nicht genau gesehen. Ich glaube, ein Ponder. Ja, Mystic Sanctuary hat mir in den früheren Spielen an dem Tag echt einen witzigen Move gemacht. Da hat sich der Death Shadow Spieler auf 6 Leben geforst und ich habe einen Bolt gehabt und ein offenes Fetchland. Ja, okay. Und die drei Inseln. Da ist der Blast. Da ist er Blast. Da ist der DRC weg. Da ist der DRC weg, ja. Jetzt hat man noch den Delver. Man hat halt keinen einzigen Cantrip, man hat gar nichts. Ja. Ja, okay. Sich Strict Beatdown. Also hier mit einem Land, dafür hält man sich auch noch lang. Das stimmt wohl. Der Gegner hat schon 3 und er hat schon extra Land Drop gehabt. Ja, schon viele Antworten rausgehauen. Ja, okay, der verpulvert halt Gas. Auf der anderen Seite füttert er damit einfach nur den Uro. Ja, und er hat ja auch die ganze Zeit noch Cantrip over Cantrip. Also an Antworten wird ihm jetzt nur nicht mangeln. Nee. Da ist auch noch ein Swords. Das sieht auch noch so aus, als wäre da noch ein Ending. Und es spielt dem Kontrollspieler ja in die Hand, wenn er dich bremst. Ja, klar. Also irgendwann übernimmt er. Irgendwann übernimmt er. Der muss halt den wenn der... Du musst überlegen, der hat immer noch 18 Leben. Wenn der jetzt auf 12 Leben wäre, wäre das eine ganz andere Geschichte. Aber jetzt bei dem Boardstate, boah, schwierig. Dann hast du auch immer noch, ja, das sind wir Mystic Sanctuary, hat er auch noch auf der Hand. Was haben wir da noch? Das Schwert. Blast und? Was hinderst du? Ich glaube ein Ponder, aber ich bin mir nicht sicher. Das hat er bestimmt gespielt. Da guckt ein Ponder raus. Okay. Flippt der Delver. Der Delver, der da flippt. Die kannst du locker nehmen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ponder. Jo. Damit den Tod catch. Musste sterben als Delver-Spieler. Ja. Der Ponder wird wahrscheinlich nicht durchkommen. Wahrscheinlich nicht. Jetzt, wenn er dich so schön in dem auf einem Mana die ganze Zeit halten kann. Ja. Ansonsten, was könnte jetzt noch kommen? Du brauchst theoretisch noch ein Land und dann ein Murktide, damit hier irgend noch was passiert. Damit du eine vernünftige Thread auf dem Board hast. Weil er hat jetzt schon den zweiten Blast rausgehauen. Blast, ja. So, und ansonsten kriegt er dann auch nur noch mit Uro geraced. Ending. Ich glaube, das ist sogar zweite. Ja, ich meine, er hat Ending und Schwert. Ja, Schwert und Ending, aber ich glaube, da war noch ein Ending auf der Hand. Also an Removeln mangelt es hier nicht. Nee. Dann heißt, man kann jetzt auch noch... Also entweder holst du jetzt einfach Uru und holst dir den Landdrop und spielst dann Ending. Weil jetzt kannst du mit dem Landdrop... Ja, spielst du mit Mystic Sanctuary. Da war eine EI, glaube ich, drin. Nein, mit dem Pyroblast. Pyroblast, okay. Dann kommt jetzt wahrscheinlich der Uru. Jupp. Ja. Dann hat er das Submerge sogar mal einen Spot.
das noch auf der Hand rumgammelt. Ja. Yep. Mhm. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Weil du kannst jetzt einfach den, weil der Blast ist ja eigentlich im Endeffekt einfach nur dafür, dann den Delver abzuräumen. Ja. So, dafür liegt ja auch die Volcanic da, beziehungsweise um den Uru auch irgendwie vielleicht auch noch zu protecten. So, jetzt kannst du aber auf den Draw-Trigger ja, den Submerge raushauen. Bevor er raushauen. Das Ding zieht, genau. Und dann zieht er den Uru. Ja. Okay, hast dem drei Leben geschenkt und eine Karte auf die Hand gegeben, ist halt auch nicht ja. geil. Aber du hast einen 6-6er erst nochmal für ein paar Runden. Vom Arsch. Land. Bäh. Jetzt geht los. Ah, guck, da setzt sich direkt nochmal richtig. Da wird der Jubel angestimmt. Ja, okay, da kannst du halt im Endeffekt einfach nur die Iteration erstmal hauen, dann bauen. Genau. Ja. Kannst du Iteration knallen, obwohl, der macht nicht so viel Sinn. Du hast einen Landdrop gemacht. Ja, warte wahrscheinlich bis nächste Runde. Ja. Und dann ist jetzt die Frage, baitest du die mit der Iteration den Blast, um den Delver länger zu behalten? Oder haut er den jetzt einfach raus, den Blast? Obwohl, er hat genug Removal auf der Hand. Also ja. Den Delver kriegt er. Das ist halt auch irgendwie das Schwierige. Du hast jetzt die ganzen Blasts reingebordet, um den Counterboard zu gewinnen, kriegst aber kein einziges Removal weg aktuell. Ja, das stimmt. Ich wundere aber auch, dass er so lange gewartet hat, bis er eins der Removal gezogen hat. Ja, gezündet meinst du, gezogen ja, hat er ja genug. Ja. Weißt du. So schlimm ist das ja wohl noch. Jetzt hat er immer noch Swords auf der Hand. Da haben wir noch drei oder vier Handkarten. Da ist ein Brainstorm. So, jetzt ist die Frage, ist halt jetzt nur ein Bait oder? Wahrscheinlich, ja. Hm. Dann hat man jetzt Bolt und EI. Ansonsten passiert da jetzt auch nicht viel. Alter, der Friedhof ist schon wieder so voll. Ja, ist der Wahnsinn, ne? Das ging jetzt auch wieder richtig zügig. Ja, ja. Das sind halt diese Control-Haufen, die pumpen den Friedhof so voll, da kannst du Uru mal locker drei oder vier mal casten. Ja klar, dann lässt du alles drin, bis auf den Blast. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, dass du den eben geblastet hattest, wo der das erste Mal kam. Ja. Finde mal, wenn der das erste Mal kommt, ja, ist richtig fieser Value Gain, aber muss ich schlucken. Ja, stimmt. So, jetzt kommt der DRC. Ist der überhaupt Delirium? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jetzt würde ich eher die langsamer ziehen. Ja, kommt sogar 1, 2, 3, da ist der Blast. Der wird auf jeden Fall mal auf die Hand genommen. Und Land. Ja. Das spielt man dann auch. Und dann kannst du den wegknallen. Ja. Siehst du, Beta Blast ist besser als. Weiß gerade gar nicht, was das war. Ich auch nicht. Unlimited? For Ryan Whiteboarder? Ich weiß nicht, frage mich nicht. Ach ja, ja. Was können wir jetzt nochmal. Oh, da kommt natürlich. Ja, stimmt, du hast ihm ja jetzt 3 Mana gegeben über die Zeit. Oh. Ja, der Capital Flowers macht's halt. Aber er hätte ihn ja auch so sonst casten können. Ja, vor allen Dingen, jetzt kannst du nicht in Response darauf den. Den Planeswalker killen und hast einfach nur einen 1-1-Hamster, den du locker handeln kannst, sondern jetzt kommt da auch noch so ein 4-4 um die Ecke. Dann 4-4-4-Hamster. Eieieiei. Ja. Das ist schon echt schwierig. Ja gut, wir sind halt im Stadium, wo Kontrolle jetzt halt einfach anfängt, statt zu antworten, Fragen zu stellen. Also immer schlecht. Ja. So, der Darcy. Ja, ob der noch Text hat, ist die Frage. Ja, aber ich würde jetzt auch auf jeden Fall, das hätte ich halt auch gemacht, jetzt an den Doppelbolt, damit der Hamster nicht wächst und nicht wiederkommt, wenn du mal loskriegst. 2 DIC-Trigger. Ja, da hat man aber einen vergessen. Ja, streng genommen schon. Ja, hat man auch. Hab ich auch gewundert. Bleibt aber eh oben drauf. Ja, okay, war jetzt wahrscheinlich einfach nur dieses. Aus Charme. Charme und der. Kann, der wenn man sagen kann, man wollte die ja eh oben drauf lassen, ist nicht schlimm, einen vergessen hat. Mit Sicherheit.
Oh mein Gott. Ja, 3-3, ne, 4-4 Hamster to beat und ein Uhu aus dem Friedhof. Ja, der kann auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Nee, und da ist ja auch noch das Removal auch noch auf der Hand. Das wird ja immer schöner. Wird immer schlimmer. So, wenn der Kontrollspieler für seinen Cover of Flowers schon einen Würfel braucht, dann ist schon irgendwas scheiße. Dann wird's schon schwierig, ja. Brainstorm noch. Dann legt man sich im Zweifelsfall sogar noch ein Land oben drauf, das man eh zieht. Oder ist dann jetzt noch... Ich glaube, da war sogar noch ein Blast auf der Hand. Ich weiß nicht, ich habe das Ending gesehen, das Swords. Irgendwas Blaues. Ist der Blast ist? Das ist Ending. Jo, passiert. Ja. Dace bringt jetzt auch relativ wenig. Boah. Spielt er halt sauber runter, ne? Ja, ja. Das ist dann halt viel zu lange auf einem Land rumgepimmelt und dann nichts gekommen. Das ist halt, wie du gesagt hast, wenn du den jetzt schnell genug totgeschlagen kriegst, Fridge Kontrolle halt irgendwann nass. Mhm. Ja, ist halt jetzt der Hamster. Für den Hamster hast du noch, ich glaube, 15 war es vorher, ne? Jetzt wird der Würfel durch die Gegend geworfen. Ich habe keine Ahnung mehr, ob der jetzt noch richtig liegt. Ich weiß, aber die Jungs wissen das bestimmt noch. Ne, wussten wir nicht. Ich glaube, wurde einfach so gestaltet, dass so war. Ich meine, der wäre vorher auf 15 gewesen. Und da ist wieder der gute Uro. Ich glaube, da ist auch die Frage, ob das überhaupt noch einen Unterschied macht. Ja. Mit 10 Schaden auf dem Board. Hat er noch ein Land? Nee, also in der Situation auch keine gute Nachricht. Also nicht so, und ist halt tot, ne? Ja. Du kannst noch ein Sanctuary oben drauflegen. Das ist dann halt die Frage, was du nimmst. Du kannst eine I einnehmen, um was zu finden. Du kannst jetzt ein Removal nehmen in Blau, um zumindest mal den Uro zu quitten. Ja. Das ist halt jetzt der safe Weg. Den würde ich halt gehen. Ich glaube, ich auch. Dann ist halt die Frage, du brauchst dann halt immer noch irgendwas, was du den Runde danach ziehst. Risiko ja nicht eingehen, dass du nichts findest. Ich habe den Fehler beim letzten Mal, wo ich das Texas gemacht habe, gespielt. Habe ich auch auf Video gespielt und dann verloren. Ja, ja, weil die EI muss noch, da ist noch, glaube ich, noch ein Pyroblast drin, den muss die EI finden oder ein Submerge. Und ich glaube, diesen Ball ist schon gezockt worden. Also dann bleibt eigentlich auch nur noch der Brazen Brower. Ja, hallo, und hast du da auch noch, ja. Ja, natürlich. Natürlich. Ist Spaß, macht Spaß und ist fair. Ich meine, ich bin ja manchmal auch selber so der Narset. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich hast du da überhaupt nichts zu sagen. Ich schon, ich darf über jeden Planeswalker kotzen, ich glaube, ich spiele nicht ein. Hast du nicht mal hier den weißen Basri? Ja, kurzzeitig. Aber das kannst du ja nicht mit so weit vergleichen da. Nee, das stimmt. So, jetzt wird hier noch ein bisschen iteriert. Warum auch nicht? Ja, vor allem mit der Menge an Mana, die da rumliegt. Ich kann es halt auch den Friedhof wieder vollpumpen. Den er da gefunden hat. Ich meine, nicht, dass der relevant wäre. Endurance, ja, ist ein Carpet. Cosmetic und Carpet und runter. Ja. Der Carpet, der ist einfach nur Win More. Das ist doch da, wo sich Kontrolle jetzt super wohl fühlt. Dann jetzt schön den Friedhof unten drunter geschaffelt. Und 4 Damage. Hamster ins Gesicht tot. Ja, Hamsterkontrolle. Aber auch sauber runtergespielt, muss man wirklich sagen. Ja, ich kann nicht viel dagegen sagen. Bis auf, dass ich nicht verstanden habe, warum vorhin der Delver so lange zuhauen durfte. Weil da war auf jeden Fall Mana. Kannst du mal mitnehmen. Ah ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis denn. Bis dann.